Ja, willkommen, mein Name ist DaniroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fallout 4. Mein Gott, bin ich high! In der letzten Folge haben wir versucht, den Kindern des Atoms beizutreten und die haben gesagt, wir sollen ja mal von so einer Quelle trinken. Jetzt sind wir voll weggetreten und wir sehen irgendeine Gestalt und die folgen wir jetzt. Und da ist ein Reh. Hirsch, meine ich. Na klar. Warum nicht? Wahrscheinlich haben die alle davon getrunken und ja, sind deswegen so verballert. Ganz viele Hirsche. Das ist noch nicht so schlimm. Sieht man echt so etwas, wenn man Strahlung trinkt? Ich weiß ja nicht. Eigentlich nicht wieder irgendeine Säge sehe, die einfach rumsägt irgendwo. Alles, hallo, na? Was ist mit euch los? Macht mich die Strahlung irgendwie unsichtbar für solche Viecher oder wie? Trink von der Quelle, die ist lecker, sagen sie. Du sprichst doch mit mir, oder? Hi, na? In der Missionsbeschreibung stand irgendwie, dass eine gespenstische Frau oder so. Mit mir, dass ich durch den Wald folgen soll. Mal sehen, wohin sie geht. Mein Gott. Schon so ein bisschen gruselig aus. Aber was passiert, wenn ich die angreifen würde? Ganzen Viecher meine ich. Man wird die Stimmung ja voll kaputt machen. Ah. Entschuldigung. Okay. Hallo? Okay. Also wie erinnert mich an die Szene von Simpsons. Burns Anzug, Burns Anzug. Diese Karte brennt. Burns, Burns Anzug, Burns Anzug. Sie sollen sich Burns Anzug angucken. So, ja, am besten erstmal, wenn man voll weggetreten ist, hier eine Konsole Ist ein Passwort machen. nötig? Hier muss irgendwo ein Hinweis sein. Hinweis, ein Hinweis. Was ist das Zeichen für Atom? Oh. Mother. MOTHER. Mother? Könnte das Passwort sein? 99, 90, 68. Sammle die Kohle ein. Mutter-Ikone. Schön, aber auch für den Fusionskern. Perfekt. Okay. Zu diesem Schrein zurückzukehren. An Atom denken. Sein Diener sein alles. Seine Diener sehen alles. Okay. Stimmt, den habe ich von draußen mal gesehen. Heiligen Elemente. Das heilige Element. Ratgeber.
Phantoms heiliges Wort. Sein Tisch führt ihnen. Was? Sein Tisch führt ihn. Was? Ich nehme an, jedes Mal, wenn... Oh Gott. Ich nehme an, jedes Mal, wenn irgendwie ein Neuer kommt, dann tun die wir alles hier aufstellen, oder wie? Da. Lass mal woanders hin. Das ist beispielsweise ein Ort, den ich noch nicht gesehen habe. Ich will jetzt nicht sofort zurück zu denen. Das ist noch ein anderes hier erkunden. Alles erkunden, Mann. Hier ist zum Beispiel was. Habe ich mein Sing Sing? Nee, ich habe meinen Peng Peng. Mein Sing Sing wäre meine Säge übrigens. Sing. Also die singende Säge, so wie das singende Schwert von Magic, der bekloppte Pirat. Aber so eine geile Serie. Warum hat er schon AP verloren? Oh, hi, na? Kommst du denn so energisch auf mich zu? Postbotenschädel, du. Postfachschädel. Oh, Wasserkampf. Du hast 10 unter Wasser. Obwohl, du hast keinen Helm auf. Ganz ruhig. Nein. Haken, wenn es doch Ding ist. Nahkampfwaffe, ich bin weg. 10 von dem Bonusschaden bis jetzt noch nichts. Ich sag's nur mal. Okay, schießt du auf den? Ich tu mal den hier bearbeiten. Zing. Mein Gott, fliegt doch nicht noch weiter runter, ey. Boah. Ich bleib hier oben. Los, geh da runter. Du kannst auch schwimmen mit dem Teil, ne? Weiß gar nicht, 5-fache Erfahrungspunkte bekommen. Wegen Gegner, den ich jetzt noch erledige. Aber hier ist ja halt nirgendwo einer jetzt. Ja, cool. Ja, was ist hier überhaupt? Was hat schon? Das hat gar nichts. Ich kann eigentlich das Schnapsglas. Ich bin nur Anti-Alkoholiker. Damit meine ich nicht Trinker. Ich meine, ich töte alle Alkoholiker. Was? Was ist das hier? Rockpoint Lager. Kann doch irgendwie nicht alles sein. Irgendwie gar nichts. Möp. So. Nein, nicht trinken. Nicht noch mehr verschaltes Wasser trinken. Männer, warum ist ja nichts? Mein Gott. Wir fängt ein neues Leben irgendwo anders an. Was ist das denn? Da fliegt ein Haus in der Luft. Will ich irgendwie hin? So, ist hier noch irgendwas in der Nähe? Da ist ein Funkturm. War ich da schon? Oder ein?
Gehört ja auch noch zu der Basis. Schmutziges Muster brauche ich auch. Hin und wieder für Zeugs zum Kochen. Oder anderes. Das ist ein riesiges Skelett. Weiß ja nicht der Nukleus, aber der komische Schrein. Da ist ein Radio Tower. Gehen wir da hin. Da. Der unbewacht ist, ne? Ja, sehr gut. C4 Rich Lager. Okay. Kann ja irgendwo anders noch Siedlungen hier finden. So. Was willst du denn? Piss dich. Der Kunde gerade. Der Kunde, du Hund, du. Komm her. Komm her. Ah! Oh. Heil. Ja, Abstand bitte. Mann, ich bin auf den Danze los. Warum ist mein Ding nicht mehr so imba? Aua. Aua. Alter. Ihr seid stark. Und wir sind gefragt. Da. Du hast eine Atomkanone, genau. Mit explosiven Harpunen. Okay, warum nicht? So, was haben wir hier? Wie hat es sich belohnt? Muss doch irgendwas sein. Wir könnten eine voll geile Basis bauen, jetzt mal ganz ehrlich. So ein Turm, das ist genauso mein Ding. So immer höher bauen, damit man weit weg von den Gefahren des Ödlands ist. Muss man irgendwo eine Basis bauen, wo einfach nur nach oben geht. Nur nach oben. Weil irgendwann, ich habe mal versucht, so hoch wie möglich zu bauen. Irgendwann ist leider zu Ende, weil man ist dann außer Reichweite, wo man bauen kann. Und ein bisschen schade ist. Aber mehr ist das nicht. Hier kann ich eine geile Basis bauen. Bald kann man ja, bald kommen ja wieder DLCs, oder sind die schon draußen? Ich weiß ja gar nicht. Ich glaube noch nicht. So, in der Richtung, das ist das hier, ne? Ja, gehen wir zum Nukleus-Zeug. König der Nuka-Colas. Ich dachte eigentlich mal, Cola ist irgendwie, weiß ich nicht, gecopyrighted. Das Wort kommt in überraschend vielen Sachen vor. Bei SpongeBob habe ich da zum Beispiel auch mal gehört. Oder One Piece. Ich dachte immer, weiß ich nicht, wäre irgendwie auch kopiergeschützt, aber nur das Rezept ist kopiergeschützt, ne? Also kopiergeschützt, ja. Ja doch, kopiergeschützt, aber auch geheim. Wisst schon. So, ist das, haben wir das schon? Störter Funkturm. Habe ich den schon erkundet? Ich glaube ja, ne? Ich war schon mal in der Gegend hier. Aber das sieht irgendwie noch nicht so umrandet aus. Jetzt schon. Ich glaube, da war ich schon, ja. Ich
glaube schon, weiß ich nicht. Lass das mal schauen. Ja, doch, da war ich schon. So schon so. Ich kann das auch ganz einfach herausfinden. Ja, ich war schon. Oh. Ja, mal gucken, ob ich da schnell reisen kann. Das wäre vielleicht eine Idee. Hallo, was ist das denn hier? Ma, ich habe hier was Geiles hier gefunden. Hallo. Gehört hier wahrscheinlich zu dem Dings noch, ne? Zu dem Nukleos. Ach ja, kann ja nicht schwimmen. Also mit seinem Anzug jedenfalls, mit seinen 10 Tonnen, mit seiner 10 Tonnen Power Armor. Gar nicht wie so ein Delfin hier, bist du wieder durch die Meere schwimmen. Mehr als ich erwartet habe. Hat Atom dir etwas offenbart? Hey, ich habe von deiner Killerquelle getrunken und bin der Frau gefolgt. Und ich habe nur diese komische Statue bekommen? Ich finde, du schuldest mir noch was. Eine Frau? Sie hat dich zur Ikone geführt? Was für eine Frau? Was hast du gesehen? Etwas ausdenken. Es war mystisch. Die Frau, sie war wie ein lebender Schatten, in Nebel gehüllt. Bei Atom, du hast sie wirklich gesehen. Die Mutter des Nebels. Die Mutter ist eine Botin Atoms. Sie leitet jene, die für seine Pläne und die Zukunft deiner Familie wichtig sind. Sie hat die ersten von uns hierher geführt. Und wenn sie sich dir gezeigt hat, dann würde ich sagen, dass der Weg für dich klar ist. Wenn du für den nächsten Schritt bereit bist, glaube ich, dass dir ein Platz unter Atoms Kindern sicher ist. Yay. Klar, ich lerne gern dazu. Gut, geh rein und zeig die Ikone dem Hohen Beichtvater, wenn er mit der Predigt fertig ist. Sie wird ihn interessieren. Komm vorbei, wenn du mit ihm gesprochen hast. Ich habe eine Aufgabe für dich. Hier, etwas angemessenere Kleidung. Aber wisse, wir alle sind ergebene Diener Atoms. Bote oder nicht. Handlungen gegen die Familie werden nicht toleriert. Willkommen, Bruder. Alles klar, Bro. Rum von Atoms Anhängern. Kann ich die unter meinen Dings anziehen? Nee, ne. Das ist irgendwie so scheiße. Ich hätte mal gerne so Sachen unter diesen Klamotten. Ich habe ein verdammtes Sieb auf meiner Brust. Hey. Vor allem der Helm passt irgendwie sehr gut dazu, extra zum Strahlen zu widerstehen. Oder nicht? Ich glaube, der Beichtvater beendet gleich seine Predigt. So, ich wollte schon sagen, ich zwei Fettpads. Oh, dann gehen wir mal da rein. Ich bin da sehr stark gläubig, ne? Deswegen. Gott, komm. Ah, okay. Ihr Schicksal ist besiegelt, Brüder und Schwestern. Und das wissen Sie. Die Bewohner von Far Harbor müssen nur aus dem Fenster schauen, um Atom in Form seines heiligen Nebels zu sehen. Und obwohl Atoms Herrschaft über dieses Land unabwendbar ist, widersetzen Sie sich. Sie verkriechen sich hinter ihren Kondensatoren, töten unsere Missionare, die ihnen nur das Licht bringen wollen. Aber jetzt nicht mehr. Nach Jahren, in denen wir uns verkrochen haben, ist unsere Aufgabe nun offenbar. Und der Schlüssel zu unserem Sieg befindet sich im Nukleus selbst. Wir werden uns die Geheimnisse des verfluchten Roboters holen und mit ihnen werden wir Fahrhaber von der Insel tilgen. Atomschleier wird durch die Straßen ziehen und das Land mit heiligem Nebel von der Ketzerei befreien. Und wenn uns die Spaltung gewährt wird, werden wir Helden sein.
Neuer Tag bricht an, Brüder und Schwestern. Gepriesen sei Atom! Gepriesen sei Atom! Religion ist scheiße. Okay. Gut. Ja. Ich würde mal sagen, wir gehen hier noch mal rein, nachdem ich diesen Part hier beendet habe. Und ja, im nächsten Part sozusagen. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.